So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wollt ihr eine kleine Zusammenfassung der letzten Nacht? Bis 3 Uhr aufgeblieben, die Sachen für Raid am Mittwoch abgescreent. Um 6 Uhr hat der Wecker geklingelt fürs Kind zum Aufstehen. Um 7 Uhr Kind Schule. Um 10 Uhr bin ich in meiner Heimatstadt eingetroffen, zurückgekehrt. Um 12 Uhr kommen zwei Syraner, Syrier? Bist du bekloppt oder was? Um 12 Uhr kommen zwei Syrier, die Klappsackkarre von Bierschanke abholen wollen, die sie dagelassen hat, die ich auf den Sperrmüll werfen wollte, bei eBay Kleinanzeigen reingestellt habe und die jetzt kostenlos mitnehmen wollen. Und ich wüsste genau, wenn ich die auf den Sperrmüll schmeiße, ist Bianca die Erste, die dran vorbeiläuft und sagt, ach guck mal, das kannst du noch mitnehmen. Trotzdem hat sie sie dagelassen und ich musste sie loswerden. Also habe ich die bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Und das Beste ist, in der Nacht bin ich noch 4-mal aufgestanden und musste das Erbrochene von der kleinen vierbeinigen Fellnase wegmachen. Und damit meine ich nicht den Adi, denn der war ja hier und nicht da und überhaupt. Und auf jeden Fall ist jetzt wieder Raid-Boss-Wechsel. Ich befinde mich hier, Schleusinger Straße, mitten im Schnee. Hier ist nämlich der Hildburghäuser Stadtwald. Wenn ihr das mal rumdreht, seht ihr, dass hier überall Wald ist. Hier ist auch ein Schild, forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Das ist die Hauptstraße, da unten ist Hildburghausen, da geht's nach Schleusingen. Wir haben hier diverse Wegweiser, da steht etliches dran, ist auch zugeschneit. Hoppa! Fürstenweg, Hildburghausen, Waldstadt, Neuendammbach, Wilhelmsbrunn, Hesselried, Steinburg, Hähnleinsbrunn, Poppenwind, Solarberg, Rondel, Heckenbühl, Widersbach, Bürden und alter Schießplatz. So. Und dahinter kann man laufen, wir müssen euch mal hier vorne das. Das ist so schön eigentlich, dass es gerade schneit. Dadurch habe ich aber noch länger gebraucht, wieder bis zu mir. Und nur Stress. Und hier ist ein großes Holzschild. Da steht nochmal Hildburghäuser Stadtwald. Und hier ist die Straße. Da geht's ab nach Schleusingen. Und da unten geht's nach Hildburghausen. Guckt euch das an, das ist ein Wetter, do. Jetzt muss ich aber hier rein. Denn wir machen einen Mega-Meditalis-Raid. Das ist nämlich das erste, was aufgeht. 10 Uhr Raid-Boss-Wechsel. Ho-Oh ist in den Fünfern, Mega-Meditalis im Mega-Raid. Ich muss kurz mal mein Handy holen. Und dann sage ich euch, wen wir einladen, was für Konter wir nutzen und so weiter. Hey, ich weiß nicht, warum ich stehe hier. Da drüben steht ein Auto. Da vorne steht ein Auto. Überall stehen Autos. Ja, ich bin mit dem Auto hierher gefahren. Ich hätte das sonst nie im Leben erreicht. Ich wusste gar nicht, dass hier oben so viel los ist. Wer die alle sind und was die alle hier machen. Illegaler Treff. Hier ist auf jeden Fall ein Mega-Raid, der gleich aufgeht. Nämlich genau um 11 Uhr und 23 Sekunden oder so. Dafür gehe ich mal in den Community-Tab auf meinem Kanal. Und da habe ich nicht nur die Raid-Boss-Übersicht gepostet, dass Ho-Oh erscheint mit den Kondern von Ho-Oh und den Bärden. Ihr habt auch eine Grafik, eine mega hässliche Grafik zu Mega Meditalis. Und hier sieht man, das Ding ist ja vom Typ Psycho. Ne, warte mal, wo steht denn das? Das Typ ist vom Typ Kampf und Psycho. Und die besten Counter werden hier aufgelistet als... Ich blicke hier gar nicht durch, wie das aussieht. Ist das unübersichtlich. Die besten Konter hat sie auf jeden Fall Geist, Flug, Geist, Geist, Flug, Flug, Geist. Auch Fee. Ich werde auf jeden Fall erstmal gucken, was es vorschlägt. Würde damit einfach kämpfen. Das weiß bestimmt eh, was es macht. Und mega 100% Wert ist egal. Wir fangen es ja eh. Und unten drunter steht der Mega Meditalis Raid für 11 Uhr, weil der 11 Uhr und 34 Sekunden aufgeht. Hildburghäuser Stadtwald, da hat sich jetzt eingetragen. Borki, Shenaya, Matze, Henry, Trainer Sir Abs, T-Tomek, 123, Kid Knut Lina, Schnutzelpuh und Erzengel Michael. Das dürften 10 gewesen sein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Der Rest ist leider zu spät. Der Rest ist zu viel. Ich werde wahrscheinlich auch jetzt immer die Community-Tabs, die Community-Raids dann da rauslöschen. Sobald die fertig sind, werde ich den Post löschen, weil sich selbst 3 Tage später
immer noch Leute eintragen, die eingeladen werden wollen, obwohl das ja schon 5 Tage her ist. Nach 3 Tagen ist das 5 Tage her. Das ist auf jeden Fall mega brutal. So, die werde ich alle einladen. Ich werde mal gucken, was es mir hier für Pokémon vorschlägt. Und hier geht es auch noch mal rein in den Wald. Da geht's hoch, da geht's runter. Das sieht super genial aus. Kurze Hose am Start. Diesmal aber keine Crocs. Ich bin nämlich mit den Crocs vorhin nur das Stück, wie ich nach Hause gefahren bin und ausgestiegen bin bis zur Wohnung, hatte ich schon komplett nasse Füße, weil überall alles so matschig ist und der Schnee so hoch liegt. So, ich warte jetzt, bis das Ding aufgeht und dann wollen wir natürlich noch Mega Meditales entwickeln. Männlich, weiblich, Shiny, 100, alles wie wir es immer machen. So, ich bin jetzt ein Stück hier reingelaufen, ging es ein Stück runter, da geht es noch weiter runter. Ich versuche jetzt mal hier an den Baum zu hängen. Die Handys liegen da unten. Mir hat die Belichtung dort nämlich nicht gefallen. Und ich hoffe, dass das jetzt hier irgendwie besser klappt, besser funktioniert. Und alles rutschelt. So kommt hier nirgendwo hin. Halte doch. Und jetzt hier nach vorne. So. Hält das? Ich weiß es nicht. Es sieht gerade so aus, als würde es halten. Das heißt, wir nehmen mal kurz die Handys, die jetzt schon total nass sind, gehen mal hier auf den Raid, versuchen da jetzt mal private Gruppe zu machen, Pass einzuwerfen, Gruppe erstellen, grün, Katz, gelb, so, dann einladen. Funktioniert das? Erzengel 123 geht, Schnutzelpuh, T-Tomek, Matze, Jenna, Henry, Borgi, Knudlina, Trainer Sir Ups sind auch eingeladen. Ich wollte das eigentlich erst im Auto filmen sogar. Hab gedacht, ich gehe einfach rein, filme im Auto, hänge das so auf das Lenkrad. Aber es war so dunkel im Auto, es war schon wieder so dunkel und sah so eingeengt und komisch aus. Und wenn du schon mal so eine schöne Schneelandschaft hast, willst du die eigentlich auch zeigen oder präsentieren. So, hier hat es jetzt Gardevoir, Skelabra, Gengar, Gardevoir, Skelabra, Gardevoir. Und jetzt Gengar, Gardevoir, Giratina, Jochen, Gardevoir, Gardevoir. Ist also ziemlich gleich. Wir können die Gruppe jetzt auch mal aufmachen. Das drücken wir mal weg. Ich lasse einfach das drin, was jetzt ist. Aber ihr habt gesehen, also Flug gegen den Kampftyp wäre vielleicht gut oder halt Geist gegen den Psychotyp wäre vielleicht gut oder Fee gegen alles, gegen alles auf der Welt. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann fangen lässt auch, weil jetzt eben alles schmierig ist. Grüße gehen raus an der Tuurin an der Stelle, der hat mir ein super geniales Angebot gemacht, was ich leider nicht annehmen kann, weil der Zeitpunkt halt richtig schlecht ist und auch davor, danach, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie man das machen soll. Hat mich aber gefreut, dass er an mich gedacht hat. Denn jetzt gerade muss ich wieder an Natururin denken, wenn ich hier so im Schnee stehe mit kurzer Hose und mir denke, wie cool das wäre jetzt, wenn Natururin auch da stehen würde und wir hier einfach durch den Wald marschieren würden. Im Schnee richtig reingestapft. So, und das ist alles nass. Ist das Ding gut, ist das Ding nicht gut? Ich weiß es nicht. Ich habe schon gesehen, das, was ich immer für GBL nehme in der Superliga, das werde ich dann mega entwickeln. Und mein 100er auch mega entwickeln. Das Superliga-Ding ist nämlich shiny und das 100er ist 100. Und das eine ist männlich und das andere ist weiblich. Da funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Jetzt fährt da schon wieder ein Auto rein. Ein großer weißer VW-Bus. Irgendwann nehmen sie mich mit. Hört ihr das? Jetzt hau ich auf jeden Fall hier drauf. Der ist tot. Da oben in der Ecke sieht man, dass da was vorbeifährt. Jetzt hält es auch noch an. Scheiße, wer ist das? Egal, wir haben es auf Kamera. Egal, was passiert. Pfirsich-Schatzi war auch vor Ort. So, wir drücken mal fix durch. 250, Shiny ist nicht dabei. 766 zu 800 hat der andere. Versuchen wir kurz zu fangen irgendwie. Boah, der schmiert der ganze Ball weg, weil das Display einfach nass ist. Ich kann nicht curven.
Ihr seht, das funktioniert nicht mit dem Curven. Ich wollte ja wenigstens mal wissen, was der 800er ist. Ob der gut ist, ob der nicht gut ist. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach hier eine silberne Beere. Die hat ja nochmal eine bessere Fangrate, Fangquote. Der 800er ist drin, den kann ich jetzt direkt bewerten. Das ist 15, 10, 13, also ist trotzdem eigentlich schlecht. Brauchst du eigentlich nicht. Irgendjemand ist auch aufgestiegen. Pfirsich Schatzi zu beste Freunde. Jemand anderes hat heute auch nochmal gefragt, ob er auch mal aufmachen darf oder nicht aufmachen darf. Ich habe gesagt, mach einfach auf. Bei dem Samyang-Account ist es eh alles egal. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den hier noch eintüten. Den kann ich ja schon mal einstecken, damit er nicht mehr nass wird. Den brauchen wir eh nicht mehr. So, der ist fertig. Das stelle ich mal kurz hier runter. Und jetzt möchte ich noch kurz die Mega-Entwicklung durchführen. Und zwar gebe ich dafür erstmal ein schillernd und kann es nicht lesen. Schillernd Meditalis. Dann haben wir das, was ich immer für die Superliga genommen habe. Da machen wir jetzt einmal die Mega-Entwicklung. Vor allem ist das auch auf Maximum. Das ist kein 100er, aber das ist trotzdem auch auf Level 50, so wie es ausschaut. Jetzt habt ihr hier so einen blauen Goggle. Sieht auf jeden Fall interessant aus, ja. Den Rest hier nehme ich mit. Lauf zurück zum Auto. 2632. Jetzt machen wir das Schillern weg, gehen auf diesen hier und wollen den natürlich noch entwickeln. Dafür ziehe ich euch aber wieder von dem Baum weg und versuche hier diesen Weg hoch zu laufen. Der Mann, der da kam, oder die Männer, die da kamen, haben auf jeden Fall einen großen schwarzen Hund dabei gehabt. Wollen den jetzt hier auslaufen lassen. Jetzt drücke ich mal aufs Meditalis. Versuche das jetzt noch zu entwickeln. 1618, das sieht auf jeden Fall gut aus. So, damit wir das vielleicht dann als Thumbnail mit reinnehmen können. 2821 ist der Topwert. 3 Sterne, 4 Sterne, wie auch immer, 2821. Meine Aufgabe also wieder, den jetzt auf Best, ist schon Best Buddy, gut, ich habe keine Aufgabe mehr, den auf Mega Level 3 zu bringen, jetzt habe ich's. Der muss auf Mega Level 3, dann bin ich fertig. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch schon ein Mega Meditalis Raid gemacht? Und wie findet ihr das Mega Pokémon? Schreibt's mir in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Ich gehe wieder heim, ich schneide das jetzt und warte dann auf den ersten Ho-Oh-Raid. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.